soll ja auch nicht zu langweilig werden, deshalb werden wir das mal unter gute alte DDR bringen. Also, das habe ich doch erlebt, 83. Dann kamen die Kunden und wurden irgendwie aus dem Schrott oder irgendwo ein Lenkrad haben. Ich sag, was wollen Sie denn mit dem Lenkrad, wenn Sie kein Auto haben? Na, ich habe ein Auto, ich habe einen Verband ausgeliefert bekommen. Die haben im Moment keine Lenkräder. Gott, dann ging das los. Autoscheiben kaputtgeschlagen. Lenkrad. Verbandlenkräder geklaut. So, damit ging das nächste los. Das war eine Mangelwirtschaft. Dann dieser Kerbstift. Ich glaube, ein 8 mm Kerbstift war das, mit dem das Lenkrad dann befestigt wurde. Wurden die Kerbstifte wieder knapp waren. Da brauchte man natürlich nicht so viel von produzieren, weil so oft geht ein Lenkrad nicht kaputt. Ne? Also das haben sie gerade so hingekriegt, dass das Lenkrad dann wenigstens hier, ne? Am Auto. So, und dann wurde da eben schon Bescheid gesagt, Sachsen-Link-Zwickau hat dann eben der Genosse, Leiter, ne? Der Chef der Firma von Sachsen-Link-Zwickau, der eben angerufen, du, jetzt ist der Waggon Lenkräder unterwegs. Meinetwegen nach Norden, dann nach Neubrandenburg. Okay, ich sag mal den Genossen von Neubrandenburg, die Bezirksleitung schon Bescheid. Ne? Dass sie sich da bald den ganzen Waggon Lenkräder klauen können. Das sollte ihnen ja dann erstmal reichen, dies Jahr mit so vielen Lenkrädern. So, ich sag schon in Berlin Bescheid im Stellwerk, dass der Waggon anders ausdeklariert wird. Ne? Da schreiben wir dann Holz rein. Ne? Lieferung Altholz, denn glaubt wenigstens keiner was bei neuem Holz wollen sie es auch haben. Ne? Also Waggon voll Altholz. Ne? Dann wird da ein Waggon Umstellwerk in der Nähe von Berlin. Mit dem, die Deklaration, also der Schein, ne, das war da nicht toll, ne, das war einfach so in der Gitter, in so eine Klappe da zu DDR-Zeiten. Dann kam dann ein neuer Lieferschein rein bei so einem Waggon, ne, wo dann alles draufsteht, was da war. So ein Güterzugwagen, sag ich mal, von Lein. So, der wurde umdeklariert und dann bekam er seine neue Adresse, Bezirksleitung Neubrandenburg. So, und die hatten genug Ferienhäuser und was weiß ich alles, ne? Die waren so gut organisiert, ne? Ja, das haben sie, dann haben sie den Waggon leer geklaut und das sind alles unter sich aufgeteilt. Und haben dann schon wieder was zum Schachern für andere, ne? Du hast das und das da in Rostock, ne? Ich brauche mal ein paar Fischdosen von dir. Oder Sachnitz. Wer sagt das, ne? Mann, ich habe hier schön ein paar Lenkräder. Für ein paar Band. Ich brauche mal wieder ein paar Fischhäusen von dir. In unseren Ferienhäusern und so gibt es keine Fischhäusen mehr. Na, und dann wird wieder getauscht, ne? Letztendlich ist das natürlich Veruntreuung von Volkseigentum. Und nur, weil man meint, dass jetzt hier Kapitalismus ist und so, und dass man das Ding ja alles verschweigen kann und so, das geht natürlich nicht. Also bei uns hier wurde auch die ganze DDR-Vergangenheit einfach nicht aufgearbeitet. Im Gegenteil, man hat dann einfach nochmal wieder den Adel aufleben lassen, ne? Und kümmert sich dann eher um Nazi-Verbrecher, ne? Die sowieso schon alle tot sind, ne? Wo man nicht mehr reden kann, und allen Unsinn, ne? Anstatt so richtig ranzugehen an die Materie, ne? Weil sie leben noch alle und sie sind so schön empfänglich für Strafen. Ne? Herrlich, die alten SED-Versammlung. So, und da muss man bei ihnen im Ostblock auch aufpassen. Wenn die denn nicht so wollen, dann gibt es super schöne Strafen. Und sonst, so wie ich immer sage, müssen sie dann endlich stillhalten. Ne? Bis die denn so weit sind. Und das Land wieder aufbauen. Weil die anderen können es nicht. Das haben sie 23 Jahre gesagt. So, wir werden ihnen die nötige Hilfe zur Verfügung stellen. Wir haben zwar riesige Lebensschäden und so weiter. Das sollte noch einiges möglich sein. Dass wir heute auch alles vernichten müssen. Und da freuen wir uns richtig drauf. Und das trifft dann auch die Richtigen. Das kann lassen sich denn nicht wegnehmen. Und alles andere wird nur nicht gehen, aber
Gerne können Sie Gegenvorschläge machen, wie Sie das haben wollen. Ne? Mit Ihren neuen, mit Ihren neuen Fürsten und alles. Ne? Gerne können Sie dann Gegenvorschläge machen, wie Sie das denken und wie das möglich ist. Weil wir hätten so gerne welche in der Familie, in den Familien da, dann auf die Schlösser und alles gewohnt. Oder neben der Schlösser wohnen in der Häuser. Ne? Wenn in der Schlösser der Universitäten von uns sagen und dann Schulen und alles haben in der Nase. Dass die denn, dass das aus ihrem Volk ist. Ne? Weil es ist am besten, wenn man da aufgewachsen ist. Mit dem Glauben, ne? Mit den Gewohnheiten, ne? Mit den ganzen Sachen. Weil sie verstehen sich doch untereinander viel besser. Und sie sollen auch ihre Sprache sprechen. Und gern hören wir da Vorschläge. Aber wir lassen es nicht auf alles ein. Weil wichtig ist erstmal, dass keine andere Socke an den Patente da kommt und alles andere. Oder auch keine Weltfirma oder was weiß ich. Ne? Sondern dass das alles bei ihnen bleibt. So Land und Schlösser und Wälder und so kann man bekanntlich nicht wegfahren. Sonst würden sie es auch noch machen. Und je mehr sie da strukturiert sind und sie was aufgebaut haben, werden sie da alle sowieso viel interessanter. So, da kann man sich doch schon vorher, du weißt nicht, gelernt vom Kapitalismus schon ein bisschen etwa vorbereiten. Ne? Damit man auch schön einiges verhindert. Ne? Damit ihre Facharbeiter und ihre Meisteringenieure und Doktoren dann auch in ihrem Land bleiben. Ne? Damit da endlich was aufgebaut wird. Und vor allen Dingen, damit die auch verstehen, auch wenn sie dann eher 10.000 mehr verdienen oder so, dass ihnen das auch nichts mehr bringt. In ihrem Leben. Das reicht auch, was sie in ihrem Land verdienen. Auch da können sie sich genau das Leben leisten. In den anderen Ländern ist es einfach nur viel teurer. Weil das möchte ich mal sagen, wir haben hier für 20 Äpfel 18 Euro bezahlt. Für 20 Äpfel. Ja, aber gute Äpfel, muss man das sagen. Also normale, schöne, da war keine Delle nichts. 18 Euro. So, das hätten wir bei Ihnen natürlich viel billiger. So, wir haben sie doch auch nur gegessen. Das ist dann eben der Unterschied. Und da muss man dann eben aufpassen, dass bei Ihnen das auf Schlagartig nicht alles so teuer wird. Und dann auch lenkend eingreifen, damit die Bevölkerung sich auch gesünder ernährt. Erstmal haben sie ja sowieso nicht so viel, da müssen sie sich dann gesund ernähren. Ja, ja, das geht hier immer weiter mit uns. Meine Frau hat natürlich auch immer noch Lebensmittel. Dass man sich dann später auch gesünder ernährt, dass man da auch gleich aufpasst, ne? Dass dann eben dass für den Bauern eben mehr bezahlt wird, auch das Fett und so, ne? Aber sonst Fett eben viel teurer ist als mageres Fleisch, ne? Aber der Bauer kriegt dann einen Ausgleich. Also nicht die Züchtung der Tiere und die fertig machen, ne? Bis nichts mehr geht, ne? Sondern den Bauern gleich unterstützen, ne? Damit er für sein fettes Fleisch dann mehr kriegt. Und aber das fette Fleisch teurer ist als das magere Fleisch. Damit die Menschen eben mehr mageres Fleisch haben. Ein Beispiel von vielen, sehr viel zu sagen. Aber darüber sollte man doch da schon in aller Ruhe mal nachdenken, jetzt schon. Ne? Was man da machen will. Und, so. Und selbstverständlich werden viele Sachen aufgebaut, als wir Traditionen heraus. Was sie da sowieso schon geleistet haben. Danke für die Aufmerksamkeit.